Zum Abschluss der 13. Runde empfängt Rapid vor der länderspielbedingten Pause den SK Austria Klagenfurt. Die Hütteldorfer, auch das spielbestimmende Team. Flanke Auer, Kopfball Bischoff, Kopfball Schaub, Abschluss Burgstaller, 1:0 für Rapid. Die 11. Minute. In der 23. Minute dann die ganze Sache in umgekehrter Form. Burgstaller auf Schaub, 2:0, die Grün-Weißen in Spiellaune. Die Kärntner mit nur wenig Gegenwehr und auch offensiv. Die Klagenfurter harmlos. Dieser Kopfball von Robatsch, noch eine der besten Möglichkeiten für die Gäste. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann noch eine riesengroße Möglichkeit für Rapid. Bischoff auf Burgstaller und dann Spari mit der tollen Fußabwehr. Pausenstand 2:0. Die Hütteldorfer machen auch nach der Pause das Spiel. Seidel gegen Serenci geht zu Boden, ist schon wieder auf den Beinen. Der Kapitän mit dem Abschluss, der Klagenfurt-Goalie rettet und dann kratzt Salifu den Ball von der Linie. Das 3 Minuten nach Wiederanpfiff. Die Klagenfurter haben rund 20 Minuten vor dem Ende zumindest eine Kontermöglichkeit bei Bobzin, abgedrängt von Zvetkovic. In der 94. dann noch eine der vielen weiteren Rapid-Möglichkeiten, Tobias Hedl mit der Chance auf das 3:0. Es bleibt aber beim 2:0. Rapid zu Hause in dieser Saison somit weiter ungeschlagen.